Das Spannende an meiner Arbeit ist die Abwechslung. Es ist einmal draußen zu sein in der Natur, also im Gebirge, auch wenn das Wetter eben schlecht ist, wenn nicht viele Leute dort sind. Und der Gegensatz ist dann eben hier im Atelier zu sein und die Bilder dann zu sichern, zu sichten, die Bilder zu rahmen. Und all diese Abwechslung macht mir sehr Spaß. Die Naturverbundenheit kommt eigentlich, weil ich eben schon seit eh und je in die Natur gehe. Zuerst eigentlich immer, um Sport zu betreiben, zum Klettern, zum Bergsteigen, dann zum Mountainbiken und in späterer Folge dann eben auch fotografisch alles das festzuhalten, was sich einem da ja offenbart, speziell wenn dann besondere Licht- und Wettersituationen sind. Neben den Ausstellungstätigkeiten und den Kunstmessen werden auch regelmäßig in gewissen Abständen Bücher produziert. Nach dem letzten Buch Alpen, das vor 3 Jahren erschienen ist, mittlerweile schon vergriffen, erscheint jetzt kommenden Herbst ein neues Buch mit dem schlichten Titel Schnee. Damit ich mich entscheide, ein Bild, das ich fotografiert habe, zu drucken und zu rahmen, da braucht es schon gewisse Kriterien. Zum Ersten, das muss handwerklich perfekt sein. Ich achte auch sehr auf das Handwerk, auf die Lichter und Tiefen. Es muss eine besondere Lichtsituation sein. Das heißt aber nicht, dass es direkt das Sonnenlicht ist. Es kann auch nebulös sein. Es muss was Spannendes haben, so dass, wenn man davor steht, dass man neugierig ist, noch mehr zu entdecken. Das ist für mich sehr wichtig. Bis ein Bild hier an die Wand kommt oder in die Galerie, braucht es viel Zeit. Das ist das Fotografieren. Man macht viel, wenn man draußen im Feld ist. Man muss dann aussortieren, sage ich mal, und drüber nachdenken. Es ist ein langer Prozess und schlussendlich sind das eigentlich dann schon die besten Bilder, die man gemacht hat, die gerahmt werden. Das Gefühl, wenn das fertige Bild dann an der Wand hängt, das ist ähnlich wie wenn ein Tischler ein Möbel macht. Er sieht auch die ganzen Teile zuerst, er schneidet sie zu, er leimt sie und am Schluss steht das Möbelstück hier. Und da ich ja eigentlich gelernter Tischler bin, ist es hier mit den Bildern ähnlich. Man arbeitet daran, wenn es dann an der Wand hängt, dann hängt es da und man begibt sich zum nächsten Werkstück. Ich bin Landschaftsfotograf und mein Name ist Peter Matthies.